Im Meisterschaftsspiel zwischen dem USK Gneis und eine alte schöne Parade von Beremkum, dem Torhüter, der Gastgeber, der sich bei diesem Schuss auszeichnen konnte. Es bleibt beim 0:0. Dann wieder eine schöne Aktion. Kontermöglichkeit über die rechte Seite. Kann sich durchsetzen. Zieht ab, Schuss und Tor! 1:0 durch Florian Kirchhofer. Herrlich gemacht und keine Chance für Beremkum, da irgendwas zu machen. Und die Gäste setzen nach. Zunächst ein Ballverlust. Schuss und Tor! Da ist das 0:2. Wiederum war Florian Kirchhofer erfolgreich und konnte die bis dahin durchaus verdiente 2:0 Führung herstellen. Wobei zu sagen ist, dass dieser Schuss nicht unhaltbar war. Und es gab noch den dritten Treffer auf Seiten der Gäste. Lanke zur Mitte. Zieht ab und da wiederum war Florian Kirchhofer, der mit diesem Treffer sowohl eine Vorentscheidung herbeiführte, als auch seinen Hattrick perfekt machte. Doch auch die Gastgeber konnten noch vor der Pause anschreiben. Immer noch die Gastgeber. Pass zur Mitte. Schuss und Tor! Dieses Mal war Florian Rambauske erfolgreich und das Spielstand nach 45 Minuten lautet 1:3. Die zweite Halbzeit brachte einen aus Sicht der Gäste optimalen Beginn. Pass zur Mitte. Schuss und Tor! Alexander Eder bezwang Beremkum und das 1:4 war auch die Wiederherstellung des alten 3-Tore-Vorsprung. Den Schlusspunkt setzten allerdings die Gastgeber. Schöne Aktion, Schuss und Tor! Dieses Mal war der USK Gneis durch Florian Imhof erfolgreich und dieses 2:4 war auch der Endstand dieser Begegnung.